Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, wir sitzen in einer Patsche. Muss man so aktuell sagen. Den Auftrag werden wir leider nicht hinkriegen, deswegen werden wir den jetzt leider abbrechen müssen. Denn den werden wir jetzt aktuell noch nicht schaffen. Den können wir später wieder abnehmen. Annehmen wird und hat uns 2000 kostet, den zu abzubrechen. Aber wir, glaube ich, müssen uns um den hier kümmern. Advanced Biological Suborbital Experiment. Wir müssen eine Velocity von 2000 Metern pro Sekunde erreichen. With a minimum altitude of 140 Kilometern. With a biological sample. Und 200 Units of Sounding Payload. And recover that sample. Bedeutet im Grunde 200 Einheiten von Sounding Payload. Advanced Biological Capsule, das ist schon mal wichtig, und eine Höhe von 140 und eine Geschwindigkeit höher als 2000 Meter pro Sekunde ist. Darum kümmern wir uns heute, denn wir haben wirklich wenig Möglichkeiten aktuell noch, muss man sagen, Geld zu machen und auch Forschung. Ich habe jetzt überlegt, ob wir ein Flugzeug bauen. Ich habe ein paar getestet, Propellerflugzeug und unseren Jet für 2 Stunden immer in Mission fliegen zu lassen. Leider ist es nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft hätte. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie es ist, wenn wir das hier verwenden. Bedeutet, wir haben hier das Advanced-Ding. Im Gegensatz zu der vorigen Variante ein bisschen größer. Obendrauf. Unten drunter würde ich sagen, setzen wir jetzt angepasst im Diameter. Mal so, setzen wir den Science Core und geben den ein Tank Volume von 200 und ein EC Amount von 100. Apply and Resize. Wie stellen die sich das immer vor? Die sind immer sehr, sehr lustig, habe ich das Gefühl. Also das ist jetzt die Größe, die wir brauchen, wie es ausschaut. Wir haben aber auch, glaube ich, nicht... Machen dann ein bisschen einen Overhang und tun hier drunter so ein Structural Point sitzen, der sich darum sozusagen kümmert. Schauen wir, wie gut das funktioniert. Top einstellen, zack. Ist ein bisschen simpel geworden, aber das ist sozusagen die Spitze, die dann abgesetzt werden muss. Heat Shields haben wir noch keine, ne? Ne, haben wir noch nicht. Wir brauchen aber auf jeden Fall Fallschirme. Und das wird sonst ein Aufknall des Todes. So. Gut, um so wenig Gewicht wie möglich zu haben, werden wir hier den Decoupler zwischenschalten. Einen Ring-Decoupler machen wir hier auf 2 Meter. Das müsste eh auch 2 Meter sein, wenn ich mich nicht irre. Genau. Gut. Schaut jetzt zwar ziemlich beschissen aus, aber wie gesagt, ist ja relativ... Ist ja nur eine simple Variante jetzt am Ende. Wir müssen nur was bauen, was diese eine Mission jetzt abschließen kann. Oder halt davon dann zukünftig mehr. So, das ist jetzt die Nase in dem Fall zum Beispiel. Das kosten sind 28 Targets zum Bauen. Ich hätte jetzt gerne noch ein Isogrid Structure drunter gesetzt. Auf eine Länge von 10 Metern setzen wir das Ganze jetzt mal so als 88 Tage schon. Holy shit.
Und drunter ein simples Triebwerk. Was haben wir denn da freigeschaltet schon? Ich glaube, wir nutzen ja aktuell ihn hier. Wäre der für jeden ein bisschen übertrieben? 6000 Meter pro Sekunde, 2 Minuten Flugzeug? Denken wir, es wäre auf jeden Fall eine steuerbare Rakete. Können wir da draußen nicht so ein Smooth Cone machen? Oben auf 2,5. Dann auf die Länge von 8 Meter oder sowas. Und unten stellen wir das so ein, das ist eine sehr lustige Rakete jetzt. Okay, was ist, wenn wir unten das Triebwerk verwenden? Von der Breite her noch ein bisschen einstellen, Bottom. Gehen wir auf 2 Meter oder sowas. Remove all tanks, fill. Ist ein bisschen simpler jetzt, aber sollte ja auch gut funktionieren. Was gibt's denn hier noch so? Zwei und... So, dann schieben wir jetzt ein bisschen rein, damit das da passt. Dann braucht es ja noch hier Recarbo Robo Facing Plates. Gott, ich habe das Gefühl, ich muss auch niesen. Entschuldigung, Leute. So, okay, bedeutet, wir machen hier Top. Von der Height ein bisschen mehr. Ist es sozusagen jetzt hier die Rakete. Kriegt simple Fins, hätte ich gesagt, so dran. Wäre eine relativ simple Steuerung. Dich ziehen wir nach ganz oben, weil du bist mir wurscht. Feuert. Das Dekappeln setzen wir auch da oben rein. Fairing und Dekappeln. So ungefähr wäre das von der Steuereinheit. Aber es fehlt natürlich noch eine Steuereinheit. In dem Fall. Ohne Steuereinheit geht es natürlich dann eher schlecht. In dem Fall. Oder du setzt nochmal einen ein. Das Ding muss auf 36 Tonnen kalibriert werden in dem Fall. 2,5. Control Mass machen wir 3,8 am besten wahrscheinlich. Ich sehe Mount von 50 und Liter machen wir 10. Was, das passt schon, das ist schick. Wie lange braucht die zu bauen? Ich baue hier entweder massive Maschinen oder sowas. Ich weiß es nicht. So, okay. Als erstes müssen wir auf jeden Fall das Triebwerk zünden. Sonst geht das schief. Probieren wir das Ganze doch einfach mal aus. Denn wir brauchen es einfach. Die Tamtam 1, die können wir uns jetzt auf Lager legen, die wir aktuell noch haben. Die kann uns ja so... Hoppala. Hoppala. Da wollte ich jetzt nicht hin. Denn ich denke, wir können da sonst mit in Zukunft sozusagen die verwenden direkt mal für eine Mission, die wir dann fliegen dürfen. Aber jetzt aktuell ist die Tamtam halt einfach, ja, die bringt sich aktuell einfach nichts, weil für was? Für was, frage ich euch? Das ist halt leider so mal. Okay, dann ist er es an.
Triebwerk hochschießen. Müsste das Triebwerk nicht Treibstoff haben? Hä? Habe ich irgendwas umgestellt? Ich wüsste auf jeden Fall nicht. Also irgendwas passt hier nicht, ganz ehrlich. So, wait. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Wir müssen hier Enable Crossfeed machen. So schaut's aus. Simulate. Ohne Crossfeed kriegt es natürlich keinen Treibstoff dadurch, ne? Und dann wird das natürlich nichts. Dann wird das absolut gar nichts. In dem Fall. So, schauen wir nochmal. Schauen wir doch nochmal. Okay, wir sind ready und Triebwerk hochfahren. Und es hat direkt eine Fehlzündung. Okay. Zurücksetzen auf Fahrzeugstart. War doch klar, dass das passieren muss. Wir müssen auf 2000 Meter, wie war es, 1, 2 bekommen oder sowas. 2000 Meter pro Sekunde müssen wir auf jeden Fall überschreiten. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Vorteil wäre natürlich, wenn das Triebwerk beim Start schon Probleme macht, wir können es direkt recovern. Und Liftoff. Wir gehen direkt in eine leichte Schräglage. Und fliegen jetzt stabil nach oben. Schauen wir, wie schnell wir werden. Ich bin gespannt. Das Triebwerk haben wir halt selten eingesetzt in dem Fall. Aber über 300 Meter pro Sekunde haben wir jetzt schon offen. Apparatos. Schauen wir, wie hoch wir fliegen in dem Fall. Mich würde mal interessieren, ob das mit einem Joystick zum Beispiel angenehmer ist. So. Die Stufe läuft und läuft und läuft. Das finde ich natürlich sehr gut. Wer weiß, vielleicht könnte es auch mal eine First Stage werden. Dann müsste man hier oben wahrscheinlich nur ein anderes Oberstück reinbauen und dann wäre das auch flugbereit. In dem Fall. ...2000 Meter pro Sekunde müssen wir übersteigen, hieß es. Wir schauen, dass wir das weit überreichen einfach. Upp, da ist das Triebwerk leer. Bedeutet, die kappeln. Gut. Wenn wir jetzt das hier anschalten zum Beispiel... ...ist noch in keiner gültigen Position, weil wir noch nicht im... Weltall, glaube ich, sind. In dem Fall, Alter, diese Fliegen sind ein Graus einfach. Und so, wir müssen halt ins Weltall. Und das werden wir jetzt ja in dem Fall. 44 Punkte, holy shit. Schauen wir, wie gut das Ding wieder runterkommt. Das ist ja sozusagen die nächste Frage. Weil wir sind natürlich jetzt mit 2600 Metern pro Sekunde unterwegs. Natürlich, Nase voraus. Ahahaha, nicht gut.
okay. Nase voraus hilft in der Simulation, wie es ausschaut. Und schau, wir sind jetzt nur noch auf 2000. Oh, und die Fallschirme öffnen sich in dem Fall hier schon. Ich denke mal, die werden langsam helfen. So. Und dann hovern wir zu Boden. Das könnte sehr gut funktionieren. Spannend wäre das Ganze wie eine Rakete ja wegzuballern. Also wir haben ja hier oben die Interstage mit der Forschungseinheit drauf. Und wenn die Mission erreicht ist, wir oben angekommen. Ah, das stimmt, geht gar nicht. Spannend wäre sozusagen. Warte, aber wir können das ja umbauen. Wir brauchen die Einheit ja nicht in der Masse, wenn wir das Ding zum Beispiel jetzt privat verwenden. Bedeutet, wir könnten eine kleinere Telemetry-Einheit zum Beispiel einbauen. Mit einer Batterie oder sowas. Und drunter ein Rotationstriebwerk. Bedeutet, dass es sich aktiviert mit Rotation. Das bedeutet, rein theoretisch müsste das doch auch langsam sich aktivieren, oder? Wie weit über Meter, 1000 Meter. Also wir machen das jetzt nur ein bisschen durch, damit wir es einfach mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Wenn nicht so ein bisschen spannend. Na, jetzt hat er die Richtung. Und dann sind wir bei 3 Metern pro Sekunde. Perfekt. So wollen wir das Fahrzeug zurücksetzen auf Fahrzeugbau. Bedeutet, wir schaffen die Geschwindigkeit und die Höhe, die wir brauchen. Perfekt. Was wollen wir denn noch mehr? Das ist jetzt die, nennen wir es Sharkoon One. Alter, ich habe hier Flugreisen mit Fliegen. Leck mich am Arsch. Das ist die Sharkoon One. Die speichern wir jetzt. Wir können euch auch designen, ne? Open Recoloring Tool. Ich hätte gerne eine Black One with... mit einem leichten roten Touch hier oben dran. Ja, das schaut geil aus. Dann kriegt es natürlich noch den Text drauf in dem Fall. Text. Jetzt müssen wir natürlich hingehen. Set Text. Set Fill Color. So, schon. Weiß. Und das ist jetzt die Sharkoon One. Natürlich wieder übereinander und am besten wieder Nasalciation, finde ich. Nehmen wir wieder Nasalciation fürs Erste. Das ist die Sharkoon One. Perfekt. Auf alle 4 Seiten Sharkoon schreiben. Und wenn es funktioniert, noch das Logo oben drüber. Kann ich hier die Opacity auch einstellen? Edgeware. Ja, es passt eigentlich ganz gut so. Perfekt. Eine Ejection Seat brauchen wir nicht. Jetzt bringen wir das doch sonst noch hier an. Dann ist das jetzt unsere Sharkoon One.
Vielleicht kriegt ihr noch einen kleinen Teststand, auf der wir das ganze Ding starten. Dann können wir die vielleicht wegtun. Und nehmen dafür jetzt von den Punkten. Das ist wie, als ob die da angeschnitten sind. Das finde ich schon mal cool. Schau mal, was kann ich noch machen? Extensions. Nee, das geht schief. Genau, das passt rein theoretisch so. Ah, da kann ich auch die Bolts noch anpassen in dem Fall. Das finde ich natürlich nice. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir die auch hier... dementsprechend anpassen, dass die passen, so. Select Arm... Reblue, das passt gut. Schaut doch für so eine simple Rakete nach einem sehr guten Stand aus. Entschuldigung, Leute. So. Wir gehen nochmal speichern und ich mag einfach mal den Start nochmal simulieren. Damit wir das einfach nochmal sehen. Wir gehen hier auf Speichern nochmal auf Simulieren. Yes, Simulate. Ist jetzt noch nicht die größte Rakete, aber das Zeitalter schreitet halt mit Gemächlichkeit voran. Mit ganz, ganz, ganz viel Ruhe. So war das schon immer und wird auch immer so sein. Ja, ja. Leute, ich wollte keinen seitlichen Start machen. Können wir das nochmal bitte zurücksetzen und nochmal auf Start setzen? So wollte ich nicht starten. Ich finde es zwar schön, dass ihr mir kleine Inclination gibt, aber das macht nur Probleme am Ende. Nur Probleme, ich sag's euch. Die Sharkoon 1 soll aber keine Probleme geben, die soll perfekt fliegen am Ende. Perfekt, ich sag's euch. Immer noch ganz leicht schräg, aber wir vergeben. So. Dann einmal Triebwerkstart. Liftoff. Das. Genauso wie wir es sehen wollen würden. Genau so und nicht anders. Aber perfekt. Dann würde ich sagen, setzen wir das zurück auf den Fahrzeugbau. Wenn die so gut läuft, dann sind wir doch happy, dass das funktioniert. Genau. Jetzt kommt dann auf die Kosten noch an. Jetzt müssen wir natürlich das Tooling machen. Bitte was? Bitte was? Busche, der Isogrid-Scheiß-Tank kostet mich 10.000. Was ist denn das noch? What the fuck? Der kostet so viel. Das wäre 61 Days, oder was? 61 Tage bloß, also die Hälfte der Zeit. Ja, fürs Erste würde ich das ehrlich gesagt so lassen.
Vielleicht ein dummer Move, aber... Wenn wir jetzt hier auf Show Buildless gehen, auf Vessels, haben wir die Shakun mit einer extrem langen Bauzeit noch. Was natürlich echt gut ist, Medium 100 StarTech. Satellite Ella Electronics, das wird da schon gemacht, Solid Rocket Engines. Ja, das wird jetzt alles noch ein bisschen dauern wieder. Aber ich denke, dann sind wir gut wieder unterwegs, aber holy shit, 40.000 hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Aber wahrscheinlich, weil wir eine gekurfte Form gebaut haben. Aber es schaut auch cool aus, mein Gott. Was will man machen? Wir nehmen jetzt auf jeden Fall den Auftrag an. Ah, oh, wir haben die 200, ja, die können wir noch hin. 140 haben wir geschafft, mit 2000 Meter pro Sekunde haben wir auch geschafft. Und wir haben das Advanced-Ding dabei. Okay. Es bringt uns das erste Geld. Die hier bringt zwar mehr Geld, genauso wie Pass Kamenlein hier zum Beispiel, der bringt natürlich Magie geil. Der hier ist auch geil. Der braucht halt auch noch seine Zeit. Aber wir haben ja rein theoretisch auch immer noch aktiv First Scientific Satellite, der bringt halt natürlich mega Kohle. Aber wir sind natürlich schon hinten, weil wir haben schon 7.5.1995. Aber ich hoffe, wir holen wieder auf und die Shakun wird hoffentlich uns ein bisschen helfen. Wird zwar erst Ende des Jahres fertiggestellt, aber das soll uns nicht stören. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.